Prostatavergrößerung und wie man sie behandelt. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Prostata. Diese Drüse wächst im Laufe der Jahre immer mehr an, beim einen Mann früher, beim anderen später. Das ist für sich genommen nicht schlimm, es kann aber gesundheitliche Probleme bereiten. Und heute sprechen wir über Operationsmethoden. Bei mir ist Professor Dr. Thorsten Bach, er ist Chefarzt Urologie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Bach. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Kahler. Sagen Sie mir, mit welchen Beschwerden kommen Patienten normalerweise zu Ihnen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Da finden wir zum Teil junge Männer, die zum Beispiel schon mit einer medikamentösen Therapie angefangen haben oder die nicht vertragen, die vielleicht auch nicht jetzt für die nächsten 10, 15, 20 Jahre eine Tablette nehmen wollen. Wir finden aber auch Männer, die die Komplikationen aufgrund ihrer Prostatavergrößerung haben, die einen Harnfalt hatten, Katheter tragen müssen, immer wieder Entzündungen kriegen. Oder Männer, die nachts 5, 6, 7, 10 Mal auf Toilette müssen, deren Lebensqualität wirklich signifikant beeinträchtigt ist und die einen ganz hohen Leidensdruck haben und die dann eben eine weiterführende Therapie suchen. Und wenn die zu Ihnen kommen, wie stellen Sie dann fest, was die wirklich brauchen? Das ist ein gemeinsamer Prozess im Endeffekt, den wir dann mit dem Patienten zusammen anstoßen und einen gemeinsamen Weg, den wir gehen. Jeder Patient, der zu mir kommt in meine Sprechstunde, der kriegt erstmal einen Termin bei mir, einen Beratungstermin, vielleicht auch einen OP-Vorbereitungstermin. Der dauert so zwischen 45 und 60 Minuten. Das heißt, ich nehme mir ganz bewusst sehr viel Zeit, um den Patienten nicht nur zu untersuchen, sondern um wirklich auch im Gespräch mit dem Patienten auch anhand von ganz speziellen Fragebögen rauszukriegen, wo sind bei dem einzelnen Patienten Schwerpunkte der Problematik, welche besonderen Erwartungen hat er an die Therapie, das kann ja ganz unterschiedlich sein, welche Risikofaktoren gibt es, um dann aus dieser breiten Produktpalette, die wir für die Therapie, für die operative Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung haben, das auszusuchen oder das dem Patienten zu empfehlen, wo ich dann denke, dass der Patient die höchste Chance auf eine komplette Besserung seiner Beschwerden mit dem niedrigsten Risiko hat. Weil natürlich ist es eine Operation und jede Operation geht immer mit gewissen Risiken einher. Und die wollen wir so niedrig wie möglich halten, dieses Risiko. Genau, wir sprechen hier gleich über verschiedene Operationsmethoden. Da wird es dann sicherlich nochmal um jeweilige Risiken gehen. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch schon darum, die Risiken, die vom Patienten selber ausgehen. Ne? Das ist, glaube ich, für Sie dann schon ein Thema. Ja, das geht schon los. Ein urologischer Patient, der bei mir wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung kommt, hat oft eine langjährige medikamentöse Behandlung hinter sich. Der ist im Mittel so 70 plus minus 3-4 Jahre. Ja, gibt Jüngere, es gibt Ältere. Aber da haben eben Männer vielleicht auch die eine oder andere Begleiterkrankung. Ein hoher Blutdruck kann das sein. Oder eben aber auch andere Erkrankungen, die zum Beispiel nötig machen, dass der Mann Blutverdünner nehmen muss. So. Und das beeinträchtigt natürlich die Auswahl unserer Operationsmethoden, weil wir ja nicht wollen, dass der Patient dann einem erhöhten Blutungsrisiko ausgesetzt ist. Das müssen wir uns dann eben gut überlegen. Deswegen ist eben auch ganz wichtig zu gucken, welche Risikofaktoren hat der Patient. Mhm. Ist es grundsätzlich so, dass man bei so einer gutartigen Vergrößerung zu OP schreitet oder versucht man das erstmal auch mit anderen Methoden bei Ihnen? Zum Glück können wir erstmal mit anderen Methoden anfangen. Wir fangen an oft, also die Prostata fängt so zwischen 30 und 40 an zu wachsen. So, da können wir auch nicht viel dran ändern. Das liegt daran, dass sich die Hormongleichgewichte im Körper ein bisschen verschieben. So den richtigen einen Grund, warum die Prostata anfängt zu wachsen, wissen wir auch noch gar nicht so genau. Aber die wächst bei jedem Mann. Die macht zum Glück nicht bei jedem Mann Beschwerden. Es muss zum Glück nicht jedermann operiert werden. Aber wenn das losgeht, milde Beschwerden, abgeschwächte Harnstrahl, häufigeres Wasserlassen, dann kann man erstmal ganz viel mit einer Beratung bezüglich Veränderung des Lebensstils erreichen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, da kommt ein Patient zu mir, der sagt, Mensch, ich muss nachts dreimal raus. Sonst tagsüber ist überhaupt kein Problem.
So, und dann guckt man, dann redet man mit dem, dann stellt man fest, der hat halt einen Beruf, wo er tagsüber ganz schwierig regelmäßig die Toilette aufsuchen kann. Das heißt, der trinkt tagsüber ganz wenig, hat vielleicht seine 2 Tassen Kaffee und abends hat er Durst und trinkt es nach. Oder ich habe einen Patienten, der sagt mir, ich habe so ein liebgewonnenes Ritual. Abends nach der Tagesschau mit meiner Frau trinken wir eine große Kanne schwarzen Tee. So. Da müsste ich dann auch nachts mal raus, muss man sagen. Ja, das ist halt einfach, das ist auch, und da kann man eben einfach sagen, Mensch, dann gucken Sie doch mal, ob Sie das nicht vielleicht nach der Heute-Show anfangen oder nach dem Heute-Journal anfangen und den Tee irgendwie nicht erst um 8:30, sondern vielleicht schon um 7 oder um 6:30 trinken. Damit kann man ganz viel erreichen und für die Patienten viel an Lebensqualität gewinnen. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir eben über eine medikamentöse Therapie reden müssen. Da gibt es unterschiedliche Medikamentengruppen, die abhängig von der Prostatagröße und von dem Beschwerdedruck der Patienten tatsächlich dann geeignet sind und entweder rein symptomatisch wirken und die Blasenentleerung verbessern oder tatsächlich über einen Eingriff in das Hormonsystem, den Hormonhaushalt der Prostata dazu führen, dass die gutartige Prostatavergrößerung schrumpft. Das aber eben dann auch vielleicht um den Preis bei einigen Männern von bestimmten Nebenwirkungen, die so ein bisschen, wenn wir hemmen quasi die Aktivierung des Testosterons, also des männlichen Geschlechtshormons und können damit in zumindest im geringen Prozentsatz so eine Art männliches Klimakterium auslösen mit Antriebsarmut. Das wollen wir natürlich vermeiden. Genau, und damit kommen wir mal zu einem Beispiel. Ein Mann, Mitte 50, der diese Medikamente genau aus diesen Gründen nicht verträgt, der kommt zu Ihnen mit dieser Prostatavergrößerung, die stört ihn gesundheitlich in seinem Wohlbefinden. Was können Sie ihm anbieten? Oh, da können wir unglaublich viel anbieten, ja, weil ein Mann Mitte 50, meistens ist er relativ gesund, ist relativ fit, der hat die Medikamente genommen und aufgrund der Nebenwirkungen, oft in dem Alter aufgrund der Nebenwirkungen im Sexualbereich, also eine sogenannte retrograde Ejakulation, man hat einen sogenannten trockenen Orgasmus, das stört viele Männer. Deswegen werden Medikamente auch abgesetzt, müssen wir eben gucken, welche Therapieform ist geeignet. Wenn das der Grund ist, dass zum Beispiel sexuelle Störungen der Grund ist, die Medikamente nicht zu nehmen, dann haben wir heute Operationsverfahren, die Sexualfunktionen sehr gut schonen können. Da ist zum Beispiel das sogenannte Aquabeam-Verfahren ein sehr geeignetes Verfahren. Das ist, kann man sich vorstellen, wir transferieren hier Know-how aus der Industrie in die Medizin. Wenn Sie für Ihr Auto ein Ersatzteil brauchen, dann geht ja auch keiner mehr hin und nimmt sich einen Hammer und einen Meißel und klöppelt und biegt das aus irgendeinem Metallteil zurecht, sondern es wird am Computer programmiert und dann von einem Roboter vollautomatisch aus dem Rohling hergestellt. Und dieses Know-how transferieren wir in die Medizin. Wir können die Prostata beim Aquabeam-Verfahren mittels Ultraschall sehr gut vermessen. Und ich habe einen Monitor, auf dem ich dann ein endoskopisches Bild, wo ich durch die Harnröhre mir die Prostata angucke, mit dem Ultraschallbild fusionieren kann und dann eben genau das Areal markieren, was sozusagen das Wasserlassen behindert und dann wird das vollautomatisch von diesem Roboter mit einem Hochdruckwasserstrahl abgetragen. Sehr präzise, sehr schnell und dadurch, dass wir bei dem Wasser ohne Hitze arbeiten, können wir die muskulären Strukturen, die für die Ejakulation notwendig sind, extrem gut schonen, sodass wir hier eine sehr hohe Chance haben, eben die Sexualfunktion zu erhalten. Ich habe noch gehört von einer anderen Methode, iTint. Ja, iTint ist ein ganz spannendes, neues Verfahren. Das ist wirklich was jetzt gerade so in die Kliniken kommt, wo auch die Studienlage noch deutlich geringer ist. iTint kann man sich vorstellen wie eine Art Drahtkörbchen, wie diese Drahtkörbchen, die auf so einer Sektflasche oben draufstehen. Und beim iTint, also wenn die Prostata wächst, drückt die Harnröhre, engt die Harnröhre ein, so als ob der Fuß auf den Gartenschlauch gestellt wird, weil die Harnröhre ja durch die Prostata durchläuft. Und was wir beim iTint machen, dass wir dieses Körbchen durch die Harnröhre in einer örtlichen Betäubung in die Prostata einbringen, dann ist das so zusammengefaltet und das ist aus einem speziellen Memory-Material, also ein Material, was die Form, die man irgendwann mal beigebracht hat, sich merkt. Genau. Und dann geht das über 3, 4, 5 Tage, erweitet sich das auf, macht dadurch den Weg
durch die prostatische Harnröhre wieder frei, erleichtert das Wasserlassen und wird dann aber auch nach einer knappen Woche vom Urologen wieder entfernt, sodass der Patient kein dauerhaftes Implantat hat, anders als zum Beispiel ein Stent beim Herzen. Der Effekt ist ähnlich, wir dehnen quasi den Weg wieder auf, aber es ist eben nur passagier, nur eine Zeit lang. Und von den Daten, die wir bisher haben, sehen wir, dass die Männer da für 2, 3, 4 Jahre sehr gut von profitieren. Länger wissen wir einfach noch nicht, weil es dieses Verfahren eben noch sehr neu ist. Aber das ist sicher spannend, gerade für so eine Gruppe junger Männer, die jetzt erstmal nur eine Erleichterung wollen, eine Verbesserung, ohne jetzt gleich an eine definitive Operation zu denken. Ein anderes Beispiel, ein 80-jähriger Mann mit einer Prostatavergrößerung, der Blutgerinnungshemmer nimmt, muss ich sagen. Genau, ganz, ganz häufiger Patient, den sehen wir natürlich immer mehr, diese Männer, die Aspirin ist ja heutzutage schon fast, gehört ja zum guten Ton, dass man seine Aspirin nimmt, aber Makuma oder diese neuen Antikoagulantien, Plavix Xarelto, wie die alle heißen, die eben relevant die Blutgerinnung hemmen. Das heißt, hier brauchen wir ein Verfahren, was eine sehr hohe Kraft zur Verschorfung von Blutgefäßen hat und damit ein sehr geringes Risiko, dass es zu relevanten Blutungen kommt, weil die normale Blutgerinnung, die uns bei einer Operation ja helfen soll, bei diesen Patienten nicht funktioniert. Und da haben wir zum Beispiel mit dem Greenlight Laser, haben viele Patienten auch schon gehört, haben wir ein Verfahren, was da exzellent hilft, wo wir wissen, wir können, ohne dass die Patienten ihre blutgerinnungshemmenden Medikamente absetzen müssen, was für den Patienten ja auch ein gewisses Risiko bedeutet, können wir die Patienten operieren, ohne ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko zu haben. Das heißt, wir können auch diesen Männern helfen, ja, und eine normale Miktion, gerade wenn die auch vorher noch einen Katheter brauchten, wieder die Miktion auf dem normalen Weg, das Wasserlassen auf dem normalen Weg wieder ermöglichen. Und wenn man jetzt noch nicht ganz so alt ist und keine Schwierigkeit hat mit dem Thema Blutverdünnung, ich sag mal so ein 70-Jähriger mit einer Vergrößerung, was würden Sie bei dem tun? Auch da, das ist sozusagen so mal unser Idealpatient, da können wir alles anwenden. Also der Greenlight Laser geht natürlich auch bei Patienten, die keine Blutgerinner nehmen müssen. Da hat er, sag mal, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, einen riesen Vorteil. Ja, aber nehmen wir an, der hat eine sehr große Prostata. Ja, dann geht zum Beispiel die Laser-Enukleation, also auch bei sehr großen Prostata, Aquabeam haben wir vorhin schon mal angesprochen, geht da eben auch, spielt dann so einen Geschwindigkeitsvorteil aus, weil der Roboter eben viel schneller ist, als ich das per Hand sein kann. Aber sehr große Erfahrung haben wir über die letzten 15 Jahre, 20 Jahre mit der Laser-Enukleation gesammelt. Ja, früher war die klassische Operation einer großen Prostata über den Bauchschnitt, die Prostata sozusagen mit der Hand auszuschälen. Man hat dann über eine offene Operation die Prostata behandelt. Und mit der Laser-Enukleation können wir mit der gleichen Effektivität durch die Harnröhre, also endourologisch operieren. Wir brauchen keinen Schnitt mehr. Und schälen die komplette gutartige Prostatavergrößerung mit dem Laser aus, entfernen das Gewebe, sodass der Patient innerhalb von 3, 4 Tagen wieder nach Hause gehen kann. Wir sind deutlich weniger invasiv als bei den klassischen Operationsverfahren und zwar unabhängig von der Prostatagröße. Wenn Sie sich die Prostata vorstellen wie eine Orange, haben Sie außen die Schale, das ist quasi die Kapsel der Prostata, und da innen das Fruchtfleisch. Und dann da, wo die Spalten zusammenkommen, in der Mitte ist dieses weiße, fisselige Gewebe, was keiner so richtig mag. Das wäre quasi die Harnröhre, die da durchläuft. Und was wir bei der Laser-Enukleation machen, ist, wir gehen in die Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale der Orange und schälen das komplette Fruchtfleisch aus, entfernen das. Das können wir alles mit den modernen Geräten, die wir nutzen, durch die Harnröhre machen, ohne dass der Patient irgendeine Art von Schnitt braucht. Hinterher wird die innere Wunde geschient, gespült mit einem Katheter, in der Regel für 2 bis 3 Tage, und dann gehen die Patienten ohne Katheter wieder nach Hause. Vielen Dank für dieses informative Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!